So, dann schauen wir jetzt nochmal. Also ich sag jetzt nochmal Hallo euch allen und schön, dass ihr jetzt da seid. Das wird jetzt mal eine Art anderes Video oder vielmehr wird es diesmal ein Podcast. Ich habe mir nämlich überlegt, langfristig auch mal hier so ein paar kleine Erzählstunden anzubieten. In erster Linie soll es jetzt auch darum gehen, heute, wo will ich mit dem Kanal hin? Also was erwartet euch hier in Zukunft und welche Richtung, also was werden wir ausprobieren? Natürlich immer offen gegenüber neuen Vorschlägen. Könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr so an Ideen habt oder mir auf Instagram per DM schreiben. Da bin ich sehr offen dem Ganzen gegenüber und freue mich natürlich auch auf eine Interaktion mit euch und das Ganze dann weiter zur Unterhaltung ein bisschen voranzubringen. Wo will ich mit dem Kanal hin? Also in erster Linie soll es einfach zur Unterhaltung dienen. Es macht mir Spaß. Ich habe jetzt mittlerweile, also wo ich das Ganze umgestellt habe von Englisch auf Deutsch, auch wesentlich mehr Freude daran, das zu machen, auch mit Instagram und sowas, weil es mir auch so ein bisschen einfacher fällt, das Ganze ein bisschen mehr mit euch zu interagieren. Und das geht dann alles flotter ein bisschen. Und was erwartet euch hier? Also in Zukunft, ich distanziere mich bewusst von den typischen Pflegetipps, die euch auf x anderen YouTube-Channels und auch auf Instagram erwarten. Vielmehr will ich mit euch ein paar Sachen ausprobieren. Also, ob es jetzt so die Sache ist, mit welche Erde sich am besten eignet, ob es jetzt Wasser oder Moos ist, das lassen wir mal weg. Also, das werde ich jetzt eher weniger machen, also sowas. Also, vielmehr soll es um ein bisschen größere Projekte, so wie mit der Pilzfarm gehen. Und so ein paar Sachen zu organisieren und zu machen und vielleicht auch mal gucken, kann man die auch länger als jetzt wirklich den erforderlichen Zeitraum oder angegebenen Zeitraum kultivieren. Ich will noch ein paar Sachen auf dem Balkon mit euch ausprobieren, also in Bezug auf Gemüsepflanzenanbau und sowas. Und bin natürlich auch immer offen für irgendwelche Vorschläge oder auch Tipps natürlich von euch, weil ich auch die Sachen ganz gerne ausprobieren will, also die ich so davor noch nicht gemacht habe. Also das Ganze ist auch für mich Neuland. Deswegen kann es auch gut das ein oder andere Mal sein, dass wir ein Experiment vielleicht nochmal neu starten müssen oder mal vorübergehend verschieben oder sowas dann, weil es doch fehlschlägt. Und ja, deswegen, da bin ich echt ganz offen. Und freue mich natürlich auch, das Ganze mit euch auszuprobieren und euch in der Richtung ein bisschen zu unterhalten und auch ein bisschen mitzunehmen, was uns da so erwartet. Auch vielleicht in Bezug auf Nachhaltigkeit wollte ich mal nochmal ein bisschen drauf eingehen. Auch vielleicht hier in dem Sinne von so einem Podcast, da muss ich nochmal schauen. Beziehungsweise ob man da auch so kleine Sachen macht mit Pflanzenliebhabern oder auch einfach so ein bisschen Smalltalk führt oder sowas hier, also so in der Richtung von Interview geben oder ob ich einfach mich wirklich hinsetze und ein bisschen über Gott und die Welt mit euch rede. Da könnt ihr mir ja auch gerne eure Vorschläge geben, was ihr ganz gern hören würdet oder ob ihr mir Fragen stellt. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt oder wie ich das jetzt dann mache oder wie ich auch Feedback von euch vielleicht bekomme. Warum ich den Kanal jetzt vielleicht auch mache, nochmal so als Abschluss. Es macht mir echt Spaß jetzt, also wo das Ganze auch auf Deutsch umgestellt wurde, wie ich schon gesagt habe. Und die ursprüngliche Intention war einfach dahinter, ja, ein bisschen rauszugehen, nochmal ein bisschen was auszuprobieren und nicht irgendwann da sitzen mit, keine Ahnung, 60, 70, 80 und sagen, hätte ich doch mal was ausprobiert in meinem Leben, anstatt nur den ganzen Tag Netflix und YouTube geguckt. Und deswegen dachte ich mir einfach mal, ich versuche euch mal so ein bisschen was zurückzugeben und vielleicht auch mal in Richtung Unterhaltung zu gehen. Keine Ahnung, wie sich der Account noch weiterentwickelt, ob es vielleicht weggeht von den Pflanzen und sich. Ja, wir schauen einfach mal, also ob sich das. Also mal schauen, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt, ob es vielleicht weniger Pflanzen sind. Also in erster Linie will ich halt auch Leute mitnehmen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so die Pflanzenliebhaber sind, wie vielleicht ein Großteil, die es jetzt am Anfang gucken. Und ja, und einfach mal ein bisschen so über vielleicht auch Alltägliches sprechen, über Probleme, über was es sonst so gibt, was die Medialisierung mit sich bringt. Also das hätte ich jetzt in diesem Podcast gemacht. Mal schauen, wie ich das Ganze vielleicht doch nochmal trenne oder sowas. Aber genau, dafür sind wir ja da, um das auszuprobieren. Und gebt mir gerne Feedback, wenn ihr was nicht so gut findet oder vielleicht irgendwie Verbesserungsvorschläge habt. Und ja, lasst doch gerne ein Abo da, wollte ich schon immer mal sagen. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.